Anniversary trip. Can't send request. Richard's wedding. Anniversary trips. Charity event. Und ziemlich ausgeplant, der Kleinländers Dentist. Church. Sind die vielleicht irgendwie gerade auf Anniversary Trip? Also weiß nicht, Hochzeitsreise oder was auch immer das sein soll? Oder Anniversary, halt irgendein Jahrestag, keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall nicht da. Kitchen Stuff und noch mehr Stuff und ganz viel Stuff und alles ist voller Stuff. Und wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt in dem Raum. Ich versuche mich gerade noch mal kurz zu orientieren, was wohin führt und wieso. Also, beziehungsweise wo diese Tür hier zum Beispiel hinführt. In einen dunklen Raum. Geil, ich liebe dunkle Räume. Ich krieg von denen nie genug. Ein kleiner dunkler Raum. Das macht die Sache nicht besser. Nur weil er klein und dunkel ist. Pull String, ach so. Mrs. Queen Bayer, first let me say, I hope the messer finds you well, golden Zeugs inside, noch mehr Zeugs, das war okay. Interessiert mich jetzt nicht so stark, aber wie gesagt, wenn ihr wolltet, konntet ihr es lesen. Ich habe euch die Chance gegeben. Read note. Sam, your mother and I will be away for the long weekend celebration, our anniversary June 3-7. We will be camping in the George, but will we give you a call on the way home. Sorry, the kitchen is still mid-renovating. Never trust a constructor. $40 on the table to order pizza while we are gone. Be good, Dad. Okay, sie sind zu ihrem Anniversary-Dingens. Crab Hat. RTC, ist das die Mütze von Lonnie? Kann das sein? I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions. No contact with the outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So, they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country. The other side of the world. My mind, like, can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Ja. Das wäre echt schade, ne? Milk, Soda Can. Es ist immer noch die Frage, warum ist, Sam jetzt eigentlich hin? Vielleicht finden wir das noch raus. Im Attic, wenn wir da irgendwann mal den scheiß Schlüssel finden. Spätestens mittlerweile. Okay, ich habe noch eine Viertelstunde. Super, ich habe noch Zeit. Lonnie, my parents are leaving town, so we'll have to run off the whole house till you leave. Imagine actually spending the night in my room instead of sneaking to our usually spot in the attic, not that the attic doesn't have its misty album. My bedroom is warmer. Sam, we should defile your parents' bed while they're gone. That will show them. Your growth never changed, Sam. Okay, Sam war offensichtlich auch noch hier, also Sam mit Lonnie während der Zeit, wo die Eltern weg waren. Und Sam hat bei einem Burgerladen gearbeitet. Das haben wir vorhin auch schon mal irgendwo gelesen. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Muss man nicht irgendwie erwähnen. Jetzt will ich aber doch endlich mal in den scheiß Attic. Vielleicht sind die da ja auch noch. Vielleicht sind die ja die ganze Zeit und, was ich nicht glaube, weil es war ja die Notiz an der Tür ganz am Anfang, wo halt irgendwie stand, ich bin weg, brauchst mir nicht suchen. Alles tot. Tod und Verderben und, Hunde machen mit Katzen zusammen Party oder so. Na, guck mal, hier ist auch noch so ein Panel. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next.
she dedicated the last song to me. I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Boah, das ist echt schon echt mitnehmend. Ich weiß nicht, ob es an der Tageszeit gerade liegt, aber ich bin jetzt echt auch ein bisschen ergriffen. Ich habe auch ein bisschen Pipi in die Augen gerade. Nein, so schlimm ist es dann aber nicht, aber okay, das hatte ich mir schon gesehen. Ah, doch schon. Ist gut geschrieben. Wirklich gut geschrieben. Gott, wie viele Badezimmer gibt es hier eigentlich? Und sind wir fast... Ich glaube, wir sind fast durch mit allen Räumen. Ich glaube echt, wir haben fast alles gesehen, bis auf den Attic. Oh, ich bin echt gerade auch so ein bisschen angefixt, jetzt hier noch das Ende zu sehen. Egal, wie es ausgeht. Vielleicht gibt es ja eine Conclusion, aber ich schätze fast, es gibt irgendwie keine. Ich kann das aufmachen? Natürlich ist da eine Nachricht im Waschkorb. I wish I knew how to explain it better. The army is this thing I grew up with. It's a part of me. My dad's army friends are like family. I've always known it was where I'd end up. I'd never thought of it any other way. I wish things could be different. Maybe someday I will settle at a base and you're done with college and you're a famous writer and I can rebuild a tank engine with my eyes closed. Things will be different and we can be together. Until then, Lonnie. Doch, das Ende vom Spiel entschädigt doch schon so ein bisschen für den Mittelteil, wo man echt so ein bisschen rumläuft und sucht, aber jetzt gerade bin ich einfach nur gespannt, wie es endet. Bin einfach gerade aufs Ende gespannt, wieso. I will do it. Secret door under the stairs. Midnight, June 5. Final preparation are complete. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Gut, das ist dann wohl das Ende. Lonnie ist weg. Wir haben noch versucht, ein Foto für sie zu finden, das sie mitnehmen kann, aber dann war sie weg. Und wir haben hier noch einen kleinen Brief vom Vater gefunden. Auf seinem eigenen Briefpapier auch. Sehr nett. Und ja, jetzt... gehen wir mal noch dem Geheimnis der Treppenstufe nach. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kombination für den Safe, der noch irgendwo im Keller steht, noch irgendwann mal finde. Aber vielleicht reiche ich das dann nochmal nach, sollte das jetzt nicht in dem One passieren. Aber wir sind noch kurz vorm Ende jetzt. Ich will das jetzt das Ende noch sehen. So, Open Panel. Ah, okay. Das war irgendwie abzusehen, dass hier ein Geheimnis ist, aber egal. So, mal gucken, was sich hier drin verbirgt. Ah, guck mal, hier haben sie ihre Ouija-Brett-Zeugs gemacht. Grab-Foto.
Okay. Ach, das ist hier der Onkel, ne? Haben sie vermutlich das Foto gehabt für, genau, Oscar. Für die Befragung der Geister und so ein Scheiß. Noch eine Dose. Ja, und das Wichtigste vor allem, der Attic-Key. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Ob Sam jetzt da drin ist? Ich glaube fast nicht. Aber wir werden sehen. Ich glaube fast nicht. Hier ist keiner, oder? Ah, ist schön dekoriert hier mit der Lichterkette und sowas. Geil. Sam, I always remember what we had. Stay strong, kick ass. I love you, Lonnie. Oh my god. Katie. I fell asleep in the attic. And Lonnie in my old spot. And I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie. On a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being a part and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Oh, das ist jetzt schön. Das ist eine Geschichtenauflösung. Also vielleicht. Also ja, doch schön. Ich frage mich jetzt aber, passiert jetzt noch irgendwas? Ich meine, im Grunde ist jetzt alles geklärt. Kommt jetzt noch irgendwas? Oder? Nein, ich turn nicht den Lamp auf. Oder gibt es hier so eine Art Abspann in dem Spiel? So ein Punkt, wo man dann alles geschafft hat? Wie ist das? Read letters to Katie. Ach so, und hier ist dann sozusagen das Tagebuch, wo das alles drin steht oder was. I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Oh, so ein schönes Ende jetzt doch. Gefällt mir sehr gut, das Spiel. Oder der Walking Simulator. So schön. Ich kann auch echt verstehen, so alle Leute, die an dem Ding einen Haufen Kritik ausüben, aber auch die Leute, die halt sagen, ey, das Ding ist so gut. Das ist es wirklich. Ich habe jetzt zwar nicht die Kombination für den Safe im Keller gefunden, aber das ist mir gerade sowas von scheißegal. Das ist so eine schöne kleine Geschichte. Und normalerweise würde ich euch jetzt an dem Punkt empfehlen, wenn das Spiel billig ist, kauft es euch und spielt es mal selber durch.
Ihr habt zwar gerade irgendwie einen Großteil des Spiels bei mir gesehen, also so praktisch 99,9%. Und es ist auch, eigentlich wird keine großartige neue Erfahrung mehr bei euch kommen, aber es ist trotzdem, es ist so ein tolles Ding. Wenn ihr irgendwie Freunde habt oder sowas, die Gun Home noch nicht kennen, dann empfehlt es ihnen mal und sagt ihnen, die sollen es einfach mal durchspielen. Nicht irgendwie ein paar Videos angucken, sondern einfach mal durchspielen. Nicht viel fragen. Vielleicht könnt ihr ja daneben sitzen und so ein bisschen das eigenes miterleben. Also wenn die Freunde irgendwie was mit Story spielen können und halt ein bisschen das kleine Rätseln hier, was in dem Spiel drin ist, wenn man das kann. Und die Musik ist mir gerade ein bisschen zu laut. Es ist ein wunderschönes Spiel. Und ich glaube, ich muss dazu auch nochmal irgendwas auf Zockerrevier machen. Weil das Ding hat ja viele Kontroversen, das Spiel, und irgendwas muss ich dazu machen. Das Ding ist nur, was kann man bei dem Spiel machen, was dem Spiel gerecht wird und was aber auch nicht wieder auf so total... Ja, ich weiß nicht. Schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall zu dem Ding in die Kommentare, falls ihr es bis zum Ende verfolgt habt. Und ich bin happy. Ich danke, dass ich das spielen durfte, lieber Entwickler. Das ist wirklich schön, das Ding. Und ich werde jetzt ins Bett gehen und schlafen, weil... Nicht nur die Katie ist, glaube ich, gerade total am Ende, sondern auch ich. Und das ist. Ich fühle mich gerade sehr nah dem Hauptprotagonisten. Nennen wir die Katie ab sofort einfach Olli und dann ist alles okay. Ja. Sam und Lonnie. Ich krieg den Namen immer noch nicht hin. Samantha und Lonnie. Ich kann verstehen, dass sie nur L hinschreibt, vermutlich kann sie ihren eigenen Namen nicht. Das wäre fies, aber ist egal. Und ich hoffe auch, ich habe euch das Spiel an manchen Szenen nicht komplett kaputt gelabert, was ich ja ganz gerne mal mache, so irgendwie. Bei emotionalen Szenen komplett alles kaputt labern, so. Ich entschuldige mich für die Sache mit der Toilette übrigens, ja. Tut mir leid, aber musste sein. Na gut, dann sehen wir uns demnächst wieder auf meinem Kanal. Schaut nochmal bei Zockerrevier rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Dort gibt's News, Reviews, Podcasts, alles mögliche rund um das Thema Gaming. Und ich bin hier jetzt raus, wünsche noch einen wunderschönen Abend und tschüss.